Hi, im dritten Teil geht es jetzt diesmal um den Sequencer des Korg-Monolog. Der ist wirklich einfach zu bedienen und er hat eine Überraschung in Form des Motion Sequencing. Was das genau ist, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, der Sequencer ist an sich echt simpel, also keine falsche Scheu. Ich habe denselben Patch vom letzten Video wieder eingeregelt, den wir da zusammen erstellt hatten. Und ich gehe hier an diesem Regler auf Note. Dann habe ich hier ja diese mit Sequencer überschriebene Play, Record, Rest und Shift Funktion. Da gehe ich auf Record. Jetzt sehe ich hier jeden einzelnen Schritt dieser Sequenz. Und ich könnte jetzt hier mal eine sinnvolle Sequenz einprogrammieren. Dann nehmen wir auf die 1 das A, dann lassen wir leer. Gehen auf die 3, dann mache ich das C, lasse ich die 4 leer, gehe auf die 5, mache nochmal das A, gehen wir 1 weiter und machen hier mal das G, lassen wieder leer, machen hier jetzt zum Spaß mal das hohe A, dann gehe ich eine weiter, gehe auf C, hier nochmal ein A, hier ein G und ja, das war's. Wenn ich mir das jetzt mal anhöre, ist ein bisschen monoton. Ich gehe hier mal noch auf die 8 und mache ein hohes D rein. Und gehe hier mal auf die 16 und mache ein niedrigeres D. Und jetzt hören wir uns das mal an. Haben wir eine schöne, ganz nette Sequenz. Und wie gesagt, ich kann die Geschwindigkeit... hier noch anpassen. So leicht hat man eine Sequenz in diesen Sequencer reinprogrammiert. Was man jetzt noch zusätzlich machen kann, ist, man kann hier mit diesem Key-Trigger-Knopf die Sequenz transponieren. Das heißt, wenn ich jetzt vom A einfach ein E spiele, dann transponiert er die hoch aufs E. Und das ist an sich also dieser Sequencer echt super für auch so eine... sag ich mal, wenn man mit der rechten Hand einen anderen Synthesizer spielt und sich nicht so viel Gedanken machen möchte, was die linke macht. Kann man recht treffsicher dann jedes Mal die Sequenz durchlaufen lassen mit dieser Key-Trigger-Taste. So, nun ist die Sequenz ja schon geradezu fast fertig, aber... Korg hat sich noch eine ganze Besonderheit hier ausgedacht, und zwar das sogenannte Motion Sequencing. Das heißt, ich kann neben der Sequenz als solche auch noch eine Bewegung aufnehmen von bestimmten Knöpfen hier oder Drehreglern auf der Bedienoberfläche. Dazu gehe ich jetzt nochmal auf die Aufnahme und drücke Play und drehe nebenbei am Cutoff-Regler. Die Aufnahme gefällt mir nicht, ich mache es nochmal. Das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt nehme ich zusätzlich mal noch die Resonanz auf. Habe ich jetzt noch drei Motions, also drei Bewegungen aufgenommen. Und mein Sound klingt ungleich anders als vorher. Das Besondere bei dem Motion Sequencer ist, ich kann den auch verwenden, unabhängig von der Sequenz, die ich hier unten eingestellt habe. Also wenn ich jetzt zurückgehe auf den Note-Modus, nehme hier überall die Töne raus und drücke Play,
dann läuft trotzdem meine Motion-Sequenz durch. Man sieht es vielleicht jetzt auf der Kamera hier schlecht, aber hier ist eine Fortschrittsanzeige, die von links nach rechts fährt. Das heißt, da läuft jetzt in der Endlosschleife die Motion-Sequenz, die wir aufgenommen haben, durch und bietet eine zusätzliche Modulationsmöglichkeit beim Spielen. Also die ursprünglich als ein bisschen einschränkend empfundene Modulationsmöglichkeit durch den Envelope Generator, also durch die Hüllkurve und durch den LFO, lässt sich durch diesen Motion Sequencer mächtig aufbohren. Und das noch bevor wir überhaupt mit der DAW noch versucht haben, was zu modulieren. Also sehr, sehr powervolles Feature von dem Korg Monolog, dass es diesen Motion Sequencer gibt. So, und was mache ich, wenn ich da jetzt irgendwas eingestellt habe, was mir nicht gefällt? Dann gehe ich hier auf von Program Edit 1 weiter auf Sequencer Edit. Ich kann ja mal kurz vorstellen, was es so für Möglichkeiten gibt. Also zum einen kann man hier auch nochmal die Geschwindigkeit fest mit dem Patch speichern. Dann kann man die Schrittlänge einstellen. Also ich könnte was ganz Freakiges machen und 15 Sechzehntel oder 13 Sechzehntel oder sowas nehmen als Takt, dann würde der erst nach so und so viel Takten wieder auf der 1 landen. Das heißt, man hätte mehr Variabilität in seiner Sequenz, wenn man standardtypische Sequenzierung nimmt. Also bei einer Schrittlänge von 15, wenn ich da jetzt hier abspiele, ups, wir hatten ja die Töne alle rausgenommen, dann gehe ich nochmal auf die Noten, aktiviere die schnell mal wieder. Ups, warum sehen wir jetzt nichts? Das Verhalten kann ich mir jetzt nicht so ganz erklären. Gehen wir doch nochmal zurück in den Modus hier. 15, warum hört er jetzt so abrupt auf? Aha, jetzt kann ich sie komischerweise wieder aktivieren. Keine Ahnung, was da mit ihm los war. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ups, in das Menü und auf die Schrittlänge und ich stelle die Kürze ein. Und ihr seht, dass das jetzt nur bis zum 15. Schritt läuft. Wenn da jetzt ein Viervierteltakt dazu wäre, wäre das ja nach jedem Takt um eine Sechzehntel verschoben und würde sozusagen zu früh anfangen. Also ihr versteht, was ich meine. Hören, also am besten hören, dann wisst ihr es, was ich meine. Gut, wir gehen nochmal auf Sequencer Edit. Ein Knopf weiter kann man alles löschen oder hier hinten dediziert nur, wenn man nur einzelne Teile der Motion-Sequenz löschen möchte. Dann kann man das hier in dem ersten Block der zweiten drei Blöcke tun. Mit einem Rechtsregler steht dann auf einmal Clear da und mit Right bestätigen würde jetzt die erste Motion-Sequenz löschen. Ich kann aber auch, statt es zu löschen, es einfach muten, also stumm schalten, indem ich das hier auf den zweiten Block des Sequencer-Menüs stelle und dann könnte ich es von On auf Off stellen. Dann gibt es hier noch Motion Smooth. Ich glaube, das ist, wenn da so ganz abgehakte Effekte sind, weil man irgendwie die Regler zu schnell bewegt hat, kann man das dann da noch ein bisschen glätten. Zusätzlich zum Alle löschen kann man hier mit einem zweiten Klick auf den dritten Knopf auch nur die Motion-Sequenz löschen. Und dann bleiben die Noten, so wie man sie ursprünglich eingegeben hat, bestehen. Wie löscht man es? Man dreht nochmal hier am Regler nach rechts und bestätigt mich mit Right. Er sagt jetzt Cleared, heißt also gelöscht. Und jetzt haben wir nur noch die Töne und keine Motion-Sequenz mehr. Und wir hören, dass die immer noch bei 15 Schritten ist. Gehe ich zurück auf 16. So, jetzt habe ich hier meine Sequenz. Und die Einstellung Slide ermöglicht mir, von einer Note in die nächste überzugleiten, dass es im Prinzip wie eine Note ist. Und das könnten wir jetzt mal hier aus Spaß auf die 7 und auf die 15 legen.
Wenn man es noch ausgefallener haben will, kann man es auf beide tun. Und fertig ist die Sequenz. So, und das war's auch schon mit dem Sequencer des Korg Monolog. Er ist ja nun wirklich einfach zu bedienen, man kann viel damit machen. Ich hoffe, er wird euch viel Spaß bereiten. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt dazu, zu irgendwelchen Details, dann hinterlasst mir einen Kommentar in den Kommentarfunktionen. Ansonsten würde ich mich über jedes Like freuen. Und wer Lust hat, die Videos häufiger zu erhalten, der kann sich einfach einschreiben. Ansonsten bleibt wie immer gesund und munter. Bis die Tage.